willkommen zum vierten Teil des Darksider Let's Plays. Als kleines Recap, wir haben bisher zwei der vier Bosse erledigt und wir sind jetzt losgelaufen in die Ashlands und werden uns jetzt dem großen Wurm begegnen. Nee. Ja, das war's schon. Puh. Stygian's supposed to be the mean one. Nice.
Lol. Okay, das war so nicht geplant. Wohl genau, das ist so ein bisschen buggy, was ich eigentlich ein ziemlich nettes Feature finde, und zwar sobald die Gegner mit dem Kreis markiert sind, also diesen finishing Move machen kann. Ouch. Hört es eigentlich auf, dass man, also wird man einfach von anderen Gegnern nicht mehr attackiert, und ich finde es eigentlich ein ziemlich schöner Move und eine ziemlich schöne Einstellung im Spiel. Weil man halt so im Kampf doch noch so eine Verschnaufpause einfach hat. Okay, was habe ich jetzt damit gemacht? Jetzt hab ich das Ding hier hoch. Au. Ja, wie gesagt, diese Action im Kampf, diesen Finishing Move, den kann man wohl anscheinend auch übertragen auf irgendwelche Schalter, die man drücken kann. Mache ich überhaupt das Richtige? Muss ich da hoch? Auf dem Turm war ich da noch gar nicht oben. Auf dem Turm. Da bin ich nicht hochgekommen. Hier unten das Ding weggesprengt. Also. Über mir ist eine Brücke. Das ist ein Weg aus.
zunächst gedacht. Okay, und wie komme ich da jetzt hin? Okay, ich beim Runterfallen dahin gleiten? Nee. Thank you.
akzeptieren wir das einfach mal so. Hier brauche ich den Grappling Hook, um darüber zu kommen. Gut. Danke, danke. Thank you.
das Ding hier. Schön gemacht ist, dass man hier, wenn man den Action oder den Finishing Move triggert und so nah an der Kante steht, dass man da einfach nicht runterfällt. Also das sollte eigentlich im Game Design mehr oder weniger selbstverständlich sein. Ah ah. Da gibt es bestimmt so einige Games da draußen, wo man dann einfach runterfallen würde. Okay. Ich weiß, es gibt hier immer wieder Safe Spots. Aber ich weiß nicht. Ah, die Plattform vor mir. Dashen, das ist ein bisschen. Auf jeden Fall vor dem Fight. Noch das das Upgrade für die Gun kaufen. So. Schaffe ich das jetzt in einem Zug hier rüber? Ach,
I'm sorry. Ich habe einfach den Jump-Knopf beim zweiten Mal losgelassen und bin nicht in den Gleitmodus gekommen. Überaus. Und zu nah dran. Ich habe das Gefühl auch, dass auf Apokalyptisch sich der Wurm einfach viel schneller bewegt. Ich glaube, auf Normal hat man einfach mehr Zeit. Jetzt müsste es reichen. Löse ich jetzt noch dahin. Im Land der Raketenwürmer, sage ich da nur. Wer ihn nicht gesehen hat, ich glaube, der läuft gerade auf Netflix. Super trashiger Movie. Aber das war so in meiner Kindheit ungefähr das Schlimmste, was man angucken konnte, durfte.
glaube ich, auch so eine Szene, wo sie von auf dem Parkplatz so von Auto zu Auto so klettern. Und der Raketenwurm, also dieser Wurm eben unter ihnen sich durchbuddelt. Slightly inspired by this movie, sag ich dir nur. Finde ich nicht cool, Jungs. Finde ich nicht cool. Gameplay-technisch auch ein ganz nettes Feature, dass du, egal wo du irgendwo ein Environment zerstörst, musst nicht mehr extra hinrennen, um diese Seelen einzusammeln, sondern die fliegen einfach zu einem her und ja, das nimmt so einen gewissen Stress aus dem Spiel, finde ich. Wenn man sich sonst irgendwo was farmen muss und so, man muss da immer hinrennen oder so ganz in der Nähe sein, bevor man was collecten kann. Ja, irgendwie ein bisschen anderen Charme. Es geht einfach dann schneller. Sah gerade ein wenig merkwürdig aus.
es war keine gute Idee, die Waffe abzulegen. Ist jetzt gut. Also ganz ehrlich, ich finde die Anzahl der Health-Chests auf dem kurzen Abschnitt leicht übertrieben.
Ich hätte damals einfach das Weapon Power Upgrade holen sollen. Habe ich das getan? Nee, das habe ich nicht getan. Gibt's noch eine Kiste? Ich verpasse immer den finnischen Block. Keine Kiste mehr. Das ist echt mies, ey. Du startest einfach neu. Du hast deine ganze Energie verbraucht. Aber die Kisten, die ich während diesem Kampf genommen habe, die sind auch schon weg. Ah, wobei, nee, halt. Kein Grund, sich zu beschweren. Meine Demon-Energie ist ja auch gestiegen. Daher kein Problem, alles fair. Alles fair? Whatsoever.
avoid me, horseman. You look quite small from up here. You can look me in the eye when I kill you. Let's see how you fare, horseman. With only two legs to carry. Take my chances.
driving the Stygian. Was only practice for the Stygian, the biggest and meanest of them all. Ich dachte gerade schon. So, lass mir abchecken, ob es hier noch irgendwo was versteckt ist.
Ja, so ein bisschen Shopping wäre nicht schlecht. Yeah.
glaube, ich habe noch irgendwas, was schnell eine Waffe leveln lässt. Ravager, just genießt damage. Nope, damage inflicted. Na, ah, ist schon drauf, auf dem Handschuh, gut. Eigentlich auch ziemlich geil. Ich wüsste gerade nicht, wo ich es benutzen sollte und ob mir Stone Skin 3 nicht noch wichtiger ist. Drive too hard a bargain, friend.
Farm. Noch. Ich wollte mehr Farm. Jetzt fängt der Kampf an.
nothing left to do but get the Stygian's heart back to Samael. Still, all these hearts, the power he'll get from them. I hope you know what you're doing. Falsches Serpentorium gewesen. Huh.
Eigentlich wollte ich hier rauskommen. Oh, egal, alles für den Farm. Tell me about you, Samael. Careful, or your ending will be a tragic one.
Sometimes the hero dies in the end. But Horseman, I like stories that have a happy ending. Now bring me the final heart. So, und das war's jetzt mit dem vierten Teil dieser Let's Play-Reihe. Und wir sehen uns dann im fünften Teil, wenn wir uns in das Dungeon der Spinne begeben.